Servus, liebe Freunde. Der Helfer hat nicht mehr viel zu tun hier. Das werden wir natürlich bald beenden können. Und wir werden uns nun hier natürlich weiter um unsere... Halt. Erstmal einschalten, mein Freund. Dann können wir über die Ernte reden. So, habe ich die falsche Taste gedrückt und wollte schon loslegen. Nein, nein, nein. Nicht gut. Ja, wir kümmern uns aber erstmal um den Raps, wie gesagt, denn... Wenn hier oben dann der Grubber aktiv ist, dann können wir uns unten um das Düngen kümmern. Und das ist ja ein bisschen effektiver, finde ich, bevor wir hier anfangen... Oh, hier kann ich auch nochmal gleich eine Ehrenrunde drehen. Bevor wir hier anfangen, unten zu düngen sozusagen und dann das Problem kriegen, dass hier oben das Ganze stehen bleibt, können wir doch viel besser so arbeiten. So, und da habe ich, glaube ich, jetzt noch eine Ecke stehen lassen. Das war nicht gut. Okay, werden wir gleich nacharbeiten. Aber ich möchte natürlich jetzt auch schauen, dass wir dieses Feld hier schnellstens zu Ende bringen. Und ich denke mal, wir haben ganz gute Chancen, dass das hier in dieser Folge soweit jetzt hinhaut. Da haben wir die Erntegeschwindigkeit noch einen Ticken hochgesetzt. Ihr seht auch, das geht jetzt ein bisschen schneller, das Ganze hier. Haben beim letzten Mal ja schon ein wenig sozusagen nachgebessert und aufgeräumt. Das klappt auch ganz gut so. Und jetzt kommen wir schon langsam wieder hier an die Situation, dass es sich kaum noch lohnt, hier auf die Querspuren zu gehen, sondern vielleicht eher direkt die Längsspuren zu optimieren. Denn das wird immer schmäler, das Ganze, und das werden wir jetzt auch machen. Ich werde einfach dann hier außenrum fahren. Jetzt ist das ja nicht mehr so weit und nicht mehr so schlimm. Dann kriegen wir auch automatisch hier diese Nasen etwas weg, plus die Reste, die noch da rumstehen, können wir dann auch gleich mit wegnehmen. Und dann haben wir nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und so kommen wir dann auch endlich zu unserem heiß ersehnten Ende. Und das war jetzt eigentlich eine relativ coole Geschichte soweit. So, hier nehme ich gleich mal die Spuren auf. Da fahren wir einmal dran vorbei. Das ist aber auch notwendig, denn es sind einige Liter. So 60, 70, 80 Liter, die jedes Mal hier wieder liegen bleiben. Und ich möchte nicht so viel verschenken. So, hier können wir mal gucken, dass wir die Nase noch wegkriegen. Diesen Überstand sozusagen. So. Und jetzt können wir wieder auf einem fast quadratischen Feld sauber abernten. Die Sämaschine ist fertig. Das haben wir schon mal erledigt. Beziehungsweise das wurde erledigt. Das haben ja nicht wir gemacht, sondern unser Helfer hat das ja freundlicherweise für uns übernommen. Und wir kriegen hier schon gleich die nächsten 50%. Das ist optimal. Das wäre, wenn ich jetzt mich recht entsinne, Kipper Nummer 4. Es sind also dann schon 80.000 Liter, 84.000, die wir drin haben. Also die 100.000 knacken war definitiv. Das ist also überhaupt kein Problem. So, und jetzt können wir auch hier wieder schön gerade in die passenden Reihen reinfahren. Hier müssen wir nochmal ein bisschen nach innen. Wir wollen ja nicht zu viel nebendran arbeiten. Aber dadurch, dass natürlich jetzt auch die Längsspuren nicht mehr so lang sind, geht das relativ zügig. Und ja, mit dem Längsfahren ist es auch einfacher im Prinzip. Ja, da war einfach meine Gier zu groß, weil ich gesagt habe, nö, ich fahre die Querspuren mit. Sollte ich vielleicht, wenn wir dann nochmal sowas mit dem Zweireiher hier in irgendeinem Let's Play machen, vielleicht von vornherein außen vor lassen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr für effektiver haltet, direkt die Längsspuren zu fahren, so wie es ja auch, glaube ich, normal in der Realität gemacht wird. Oder doch lieber am Anfang das mitzunehmen und später nur auf diese Spuren zu gehen. Das würde mich mal interessieren, was ihr darüber denkt. Schreibt's mal rein. Ich hoffe ja, dass wir es nicht mehr allzu oft machen müssen. Ich würde ja viel lieber mit dem Luxuswagen hier durchfahren. Aber da fehlt uns noch ein bisschen das nötige Geriebene dazu. Das müssen wir uns erstmal verdienen. Das nächste, was aber jetzt erstmal ansteht, und das zu 100%iger Sicherheit, wird die Amazone Condor sein. 155.000 Euro brauchen wir dafür. Und die werden wir, denke ich mal, ganz gut da zusammenkriegen. Wir haben jetzt schon 55.000 über den Kredit zur Verfügung. Haben die Weizenernte noch vor uns. Und natürlich hier noch die große Maisernte auf dem kleinen Feld sozusagen. Die uns aber in Summe bestimmt auch mindestens 100.000 Liter einbringt. Das heißt, da werden wir auch noch ein paar gute Euros machen. Und vielleicht sind wir ja wirklich nach dem Verschaufeln des gegorenen Rapses hier, des gehäckselten, wenn es also zur Silage geworden ist, doch schon so weit, dass wir die Condor holen können. Die kleine Kombi, die 3-Meter-Kombi,
die verkaufen wir ja auch, da kommen ja auch nochmal 14.000, 15.000 Euro rein. Das heißt, das bringt uns auch vielleicht gerade den kleinen Funken, den wir brauchen, damit das Ganze anfängt. So, dreiviertel Kipper ist schon wieder voll und ja, die Prognosen, denke ich mal, stehen ganz gut. Wir werden hier auf alle Fälle den voll kriegen und vielleicht sogar noch einen halben weiteren Kipper. Also ich denke mal so, um die 100.000 sind wir bestimmt. Das müssten wir eigentlich hinkriegen. Zumal wir ja hier auch jetzt relativ zügig vorwärts kommen. Die Querfahrten werden ja auch jedes Mal etwas kürzer. Und wir haben jetzt auch hier wieder anständige, einigermaßen gerade Feldreihen. Das macht natürlich dann auch wieder ein bisschen mehr Laune hier. Ihr seht schon, das ist noch vielleicht eineinhalb, zwei Gespannlängen nur noch. Und das wird ja von Fahrt zu Fahrt weniger. Das heißt, wir können also auf alle Fälle auch bald dann hier den Grupper wieder zu Einsatz bringen. Und wenn der dann hier hantiert, werden wir unten ein bisschen aufräumen, werden das eine Feld noch düngen, also die 15, 16 werden wir noch düngen, dass wir damit vorwärts kommen. Und dann denke ich mal, sind wir auf einem richtig guten Weg. So, perfekt. 90%, das heißt, wir haben es gleich schon wieder geschafft. Der nächste Kipper ist voll. Den packen wir noch in das erste Silo rein. Ich bin ja mal gespannt, da haben wir auch alles in einem Silo drin. Brauchen nicht viel zu rechnen und sehen also auch sofort, wie viel wir da entsprechend aus diesem Feld herausgeholt haben. So, jetzt sind wir bei 94% und ich denke mal, das wird nicht mehr ganz eine Feldspur nach unten werden, weil wir schon bei jetzt 97 sind. Nö, werden also irgendwo in der Mitte abbrechen müssen. Aber jetzt ist es natürlich minimal geworden, was hier noch offen steht. Das ist gut. So, dann gucken wir. Diesmal aber aufpassen, dass ich nicht zu weit fahre. Denn ich möchte ja nicht halt schon mal langsam machen. Und am besten schon mal rauslenken, so leicht. Genau, so ist das gut. Schalten wir gleich wieder aus, klappen den zusammen und bringen unseren nächsten Kipper mal weg. Ha, und dann haben wir nur noch den kleinen schmalen Streifen. Das war doch eigentlich eine relativ problemlose Abfuhr hier. Das ging ziemlich schnell und zügig. Hoffen wir, dass wir dann auch entsprechend guten Gewinn rausholen. Und hier ist schon wieder sowas von neblig. Das macht ja gar nicht mehr so richtig Spaß. Hier ist ja nachts bei klarem Wetter schon angenehmer als tagsüber hier bei dem Nebel. So, einmal auskippen und bitte die Fahrstufe 1. So, das ist jetzt der vierte Kipper. Okay, da habe ich mich jetzt ein bisschen vertan. Ich dachte, wir wären schon eins weiter sozusagen. Aber okay, ist ja auch kein Problem. Halt, Vorsicht, da ist nämlich noch dieser blöde... Gucken, komme ich da rum? Ho, perfekt. Auch gut. Der Radlader im Weg, da sind wir ja schon mal dran hängen geblieben, ne? Ist auch wieder was, was am besten in die Kuriositätenfolge, in das Best-of oder wie auch immer reinpassen sollte. So, wir verdichten natürlich gleichzeitig hier wieder ein bisschen. Sind jetzt schon auf 71%, 72%. Das ist gut. Oh, und werden uns jetzt hier mal so langsam an den Endspurt machen. Den Kollegen klappen wir auch gleich aus. Ja, ist ja süß, die kleine Ecke noch. Da haben wir schon ganz andere Kaliber noch vor uns gehabt. Da sah das ein bisschen aussichtsloser aus. So, einmal starten das Ganze. Und los geht's. Vielleicht kriegen wir das sogar in dieser Folge noch fertig. Das wäre natürlich optimal. Dann hätten wir den Mais erledigt. Und könnten uns dann um die anderen Sachen in Ruhe kümmern. Ja, mal schauen, wie sich das jetzt hier tut. Oh, das sieht gut aus. 6%. So, also wir haben jetzt um die 83.000 Liter ungefähr drin. 83, 84.000. Ganz 84 sind es ja nicht, weil ich hatte ja nicht immer die Kipper ganz voll. Und wenn wir den jetzt hier, soweit es geht, noch voll kriegen würden, wären wir also tatsächlich bei 100.000 Litern, die wir hier über dieses Feld rausholen. Und von der Tendenz her wage ich jetzt noch nichts abzugeben. Wir haben 10% voll mit einmal hoch und runter. Ist schwierig. Also ich denke mal, es wird ganz schön knapp mit einem noch weiteren vollen Kipper hier. Aber das werden wir gleich sehen. Dauert ja nicht mehr allzu lang. Lassen wir uns überraschen. Hoffen das Beste. Ja. Mein persönliches Motto ist ja immer, hoff das Schlimmste und mach das Beste daraus. Dann wirst du nicht enttäuscht. So werden nie irgendwelche Erwartungen, ja, nicht erfüllt, sondern man erwartet einfach nicht viel und wenn es dann besser wird, ist es halt einfach was Schönes, ne? So, 20% haben wir. Ja, und ich denke, es wird doch nochmal so in die Richtung eines fast vollen Kippers gehen. Doch, sollte hinhauen.
Oh, 5 Minuten haben wir noch Zeit. Das wird natürlich relativ eng jetzt. Aber wenn nicht, hängen wir notfalls noch mal eine Minute dran. Dann hätten wir aber hier den Mais komplett fertig. Das wäre natürlich optimal. Da habe ich auch schon wieder eine Spur stehen lassen, sehe ich gerade. Das war natürlich nicht so gut. Das müssen wir dann im Nachgang noch mal schnell holen. Das ist nämlich auch noch mal um die 80 bis 100 Liter garantiert. So 30%, na, also es wird eng. Es wird richtig eng. Nun gut. Ja, mit dem Dunst ist natürlich jetzt nicht so toll, auch für euch nicht zum Zuschauen. Aber das Wetter ist halt nicht berechenbar. Da können wir nichts machen. Freuen wir uns stattdessen eher, dass wir hier nochmal eine richtig gute und doch eigentlich relativ schnelle Ernte hinter uns gebracht haben. Ich bin ja schon überlegen, was wir danach hier mit diesem Feld machen. Ob wir dann nochmal Mais ansehen, aber das, dann haben wir ja doch fast nur noch Mais und sonst nichts mehr hier zu tun. Oder ob wir noch einen Ticken länger sparen. Aber das bringt dann auch nichts, dann brauchen wir wieder ein neues Gerät zum Ernten. Nee, ich wollte hier nämlich dann eventuell das Normal ansehen, aber wir müssen das ja auch wieder einfahren irgendwie. Das ist nämlich dann genauso doof. Na gut, dann lassen wir das Feld erstmal so stehen. Gucken erstmal, wie das mit der schnellen Sämaschine dann funktioniert, dass wir uns die Kondor hier holen. Da müssen wir uns dann die nächsten Folgen nochmal Gedanken machen, was wir hiermit anstellen. Denn es hat jetzt doch schon mal knapp 3 Folgen wieder gedauert, bis wir hier im Prinzip die Ernte durch hatten. Und das will ich eigentlich jetzt nicht noch so oft machen. Ist natürlich schön von den Erträgen, aber ich will am liebsten jetzt auch gucken, dass wir hier unten bei Feld 15, 16, 26, 27 da mal ein bisschen weiterkommen. So, und wie es ausschaut, wird das wohl nichts mehr mit dem vollen Kipper. Wir sind nämlich jetzt gerade mal erst bei 55%. Tja, würde eventuell doch dafür sprechen, nochmal Mais anzusehen. Das lasse ich aber jetzt erstmal noch offen. Da mache ich mir nochmal Gedanken drüber. Obwohl ich denke mal, wir müssten wahrscheinlich eh nochmal Mais machen, damit wir auch so in Richtung Big X langsam vorwärts kommen oder uns da unten das nächste Feld kaufen können. Sonst tut sich da nämlich auch nicht so wirklich viel. Also werden wir hier doch noch ein einziges Mal mit dem Zweireiher aktiv werden. Und dann kann ich auch mal die neue Taktik ausprobieren, nämlich nicht diese Querspuren mitzufahren. Außer ihr schreibt jetzt in den Kommentaren, ach nö, das macht's dann doch schneller, probier's doch nochmal. Ich warte da auch mal eure Kommentare ab. Ich denke mal, bis wir hier bei der Ernte dann sind, haben wir genug Zeit, das nochmal genüsslich zu diskutieren. So, ich weiß jedenfalls, wir kriegen diese Ernte in der Folge fertig. Das ist schon mal ein guter Erfolg. Das ist schon mal richtig gut, denn wir sind hier jetzt schon im weiteren Fortgang das Ex hier unten doch auf der letzten Spur gleich. Ja, ist das nicht schön? So macht das Laune. So haben wir das auch gleich weg. Perfekte Momente. So, 74%. Naja, war ja schon mal gar nicht übel. Aber wir haben ja auch noch 1-2 Eckeln vor uns. Die werden wir auch jetzt hier uns erstmal noch reinziehen, bevor wir dann, wie gesagt, die Reste noch einfahren. So, da muss ich halt nochmal ein Stück rüber. Das wird aber dann, denke ich mal, auch ziemlich die letzte Spur werden. 77% sind wir jetzt. Ja, 78, okay. Also haben wir nochmal einen fast vollen Kipper erreicht. Das ist ja schon mal richtig gut. Das bringt uns nämlich auch noch ein bisschen mehr Gewinn. So, hier holen wir jetzt mal den Rest. Das passt optimal. Machen gleich einen Schlenker. Gucken hier auch nochmal rum, ob da irgendwo noch ein Rest ist, der jetzt noch weggefahren werden müsste. Da ist zum Beispiel noch ein Eckelchen. Hinten dran ist auch nochmal ein Eck. Das können wir hier gleich mit aufnehmen. So, nehmen wir das auch noch mit. Und hier sind noch ein paar Pünktchen, die nehmen wir sozusagen im Zuge des Drehens hier nochmal mit auf. Und dann fahren wir nochmal die Spur runter. Dann sollten wir es eigentlich auch schon geschafft haben. So, hier ist noch eine Ecke, da ist noch eine Ecke. So, wo müssen wir in der Verlängerung hin? Da nach vorne, okay. Das passt aber auch. So, das kleine Eckchen da links, ja, das habe ich jetzt stehen lassen, aber das nehme ich auch nicht mehr mit. Wir werden jetzt hier nochmal stark einschwenken und gucken. Ah, das war falsch eingeschwenkt. Wunderbar. Also doch nochmal eine Piorette drehen.
Eieieiei. Aber wenigstens haben wir es pünktlich zum Ende der Folge geschafft, hier das Feld zu Ende zu bringen. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir nämlich hier den Gruber ansetzen und werden dann dementsprechend auf alle Fälle unten das Feld düngen. So, da ist auch noch ein kleines Eckchen, das nehmen wir noch mit. 81% waren uns wohl nicht vergönnt, aber die 80% haben wir. Wir schalten das Gerät aus, klappen auch das Rohr ein, das brauchen wir jetzt nicht mehr und fahren den Rest hin, können dann in der nächsten Folge auch verdichten und das Silo schon abdecken. Düngen können wir in der nächsten Folge. Hier oben den Grubber ansetzen können wir. Also, wir haben noch einiges auf dem Programmzettel stehen. Das werden wir auch in der nächsten Folge alles hier schön abarbeiten. Und es sieht schon richtig gut aus. Ja, ich bin gespannt. Es wird eine hauchenge Geschichte, aber ich tippe mal, wenn ich grob richtig überschlagen habe. Wir schaffen die 100.000. Ja, die könnten wir gerade so hinhauen. Ja, wir haben die 100.000 geschafft. Perfekt, so ist das optimal. 100.000 Liter haben wir hier rausgeholt. Das ist doch mal eine Hausnummer. Damit kann man gut reden. Und wir werden uns hier mal hinparken, damit wir in der nächsten Folge sozusagen gleich den Gruber hier ansetzen, beziehungsweise uns vornehmen können. Ich kuppel schon mal ab, fahr schon mal zum Gruber hin. So, ist ja zum Glück nicht allzu weit. Und das kriege ich sogar auch noch schnell. Ja, was ist das denn? Hallo? Hä? Ja, wie jetzt? Bin ich da jetzt an dem Zaun hängen geblieben? Okay. Das war dann mal ein Bonbon zum Schluss. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich habe ja eigentlich genug Abstand gehabt. Aber das sah mal richtig irre aus. Also der Trecker wäre futsch. Aber okay, wieder was für die Kiste der spektakulärsten Bewegung des Solaris. Okay, ein wenig verdutzt verabschiede ich mich dann. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Tschüss.